Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamland Valley. Wir haben die Kugel der Liebe letztes Mal von Olaf zurückgehalten. Und Olaf hat seine Arme zurückgehalten. Jetzt stecken wir sie in die Säule der Liebe. Die Säule der Liebe, ja, es ist echt die Säule der Liebe, cute. Okay. Und der Schneesturm hat ein Ende. Cool. Sprich mit Olaf in der geheimen Kammer. Ja, der darf jetzt halt auch hier frei rumrennen. Der Olaf hat jetzt auch Ausgang. Olaf, schau mal. Oh, Leila, du hast meinen fehlenden Teil gefunden und den Schneesturm aufgehalten. Du bist sehr begabt. Es bleiben jedoch noch viele Fragen offen. Was hatte es zum Beispiel mit den geheimen Kammern auf sich? Was hat das Vergessenerin gemacht? Mach dir keine Sorgen, Leila. Ich weiß, du wirst es herausfinden. Du bist praktisch diejenige, die alles im Dorf heraufsendet. Ich werde hier sein, wenn du eine Umarmung oder weise Worte von einem Schneemann brauchst, der erfahren ist als dein Alter. Aber jetzt werde ich erstmal sehen, was sich im Dorf verändert hat, während ich Versteckspiel gewonnen habe. Ich glaube, es wird dir gefallen, Olaf. Es gibt viele lustige Fakten zu lernen. Ah, ich habe mich schon so lange keinen neuen Fakt mehr gelernt. Danke, dass du mich gefunden hast, Leila. Du bist der beste Sucher, den man Verstecke haben kann. Ach ja, und noch etwas. Ich hab dich. Du bist dran. Wow, du hast mir ein kleines Eichhörnchen geschenkt. Danke. Okay, Stufe 2 haben wir schon mit ihnen erreicht. Weißt du was? Du bist ein Ernter. Hallo. Du hast dieselbe Aufgabe wie jeder andere hier auch. Oh, das ist gleich eine Mission. Hallo Leila, ich wollte dich gerade suchen. Ich bin sehr froh, wieder im Dorf zu sein, aber es seltsamerweise fühlt es sich nicht richtig an. Es ist, als ob etwas fehlen würde. Ich weiß noch nicht was. Du bist älter und daher allwissend. Kannst du mir helfen, es herauszufinden? Ich kann es versuchen. Früher war dieser Ort voller Freude, Freundschaft und warme Umarmung. Aber einige der Dorfbewohner scheinen überhaupt nicht glücklich zu sein. Wie zum Beispiel der mürrische Löwe und die Dame, die immer ins Spiegel schaut. Ein mürrischer Löwe und eine Dame, die immer ins Spiegel schaut? Oh, du meinst sicher Scar und Mutter Gothel. Was hast du bisher versucht, um sie glücklich zu machen? Ich habe versucht, Scar zu umarmen. Oh, der wird dich eher fressen. Aber mein Dauerfrost ist an seinem Fell festgeklebt und das gefiel ihm gar nicht. Dann habe ich versucht, Mutter Gothel einige faszinierende Dinge zu erzählen. Was zum Beispiel? Ich habe ihr erzählt, dass der durchschnittliche Mensch 220.000 Mal am Tag ein- und ausatmet. Richtig faszinierend. Sie schien davon nicht beeindruckt zu sein. Vielleicht könnten wir versuchen, ihnen ein paar Geschenke zu machen. Das heitert alle mal alle auf. Was für eine unglaubliche Idee. Ich wüsste, dass du mir helfen könntest, Leila. Du hast die natürliche Weisheit, die mit der Reife kommt. Ich weiß genau, was sie ihnen schenken kann. Fangen wir mit ein paar Blumen an. Eine rote Bromelie, blaue Passionslilie, weiße Passionslilie, einen exquisiten Strauß abgeben. Natürlich, wir brauchen etwas, auch etwas Lachs. Lachs, warum? Vertrau mir einfach, Leila. Alles zusammen wird ein wunderbares Geschenk ergeben. Warum gehst du nicht alles suchen, während ich mir überlege, was ich auf die Karten schreiben soll? Lieber Scar, sagst du liebe Mutter Gothel? Nein, ach, meine hochgeschätzten Mitbewohner. Bis bald. Ja, ich wollte als nächstes eigentlich Elsa machen, mit der Hoffnung, dass wir alles wegkriegen. Und ich wollte mal schauen, wenn wir rausgehen, ob da irgendwelche Leute fressen sind gerade. Nein. Aber Dagobert dachte, wir Dinge da oben aufgestellt haben. Ah, sind hier für Wege? Sind hier überhaupt Wege? Ist eine Eisfläche. Ein schneeiger Weg, okay. Cool. Gut, dann gehen wir als erstes zu Elsa. Ah, oh, das ist Ursula. Geh in die Eishöhle, komm. Geh mal rein. Okay, da liegt noch ein Teil. Voll geht also tiefer in die Eishöhle. Ja, dann gehen wir halt dann noch tiefer rein. Ist nicht tief genug? Könnt ihr halt hin? Sprich mit Elsa. Es sind die größeren Eisblöcke. Sie fühlen sich irgendwie anders an. Das Geräusch scheint jetzt von einem von ihnen zu kommen. Egal, was wir machen, ich kann immer noch hören, als ob es die Magie dieser Höhle ist und versucht, etwas zu beschützen. Es hält alles fern, was es kennt. Vielleicht müssen wir etwas anderes ausprobieren. Wir haben Wärme des Sommers ausprobiert. Jetzt versuchen wir es mit der Kälte des Winters. Das wird spitze. Du magst Herausforderungen, oder? Was hast du im Sinn? Ich denke an einen weiteren Trank. Für den Anfang finde ich ein paar Blumen und du kannst Kräfte einsetzen, um sie einzufrieren. Dann hat meine Spitzhacke den besten aus beiden Welten. Das klingt nach einer guten Idee, Leila. Das hat Spaß gemacht.
Okay. Weißes Gänseblümchen. Okay, weißes Gänseblümchen. Gibt's unten auf der Hauptwiese rote Bartfaden? Gibt's. Warum muss ich eigentlich für jeden Land irgendwelche Blumen sammeln? Ganz ehrlich, bin ich hier die Blumensammlerin vom Dienst? Ich mag nicht mal Blumen. Ich hasse Blumen. Aber okay. Sammle ich ja Blumen ein. Okay, weißes ganze Blümchen. Und dann brauchen wir noch eine rosa Bromide. Die bekommen wir am besten noch da oben. Oh, da ist was zum Ausgraben. So. Das ist keine Bromelie. Das sind diese Wurzdinger. Aber ich brauche dafür den auch schon wieder irgendwas. Rote Bromelie, Passionslilien, ja. Du mich auch? Das sind Bromelien. Okay. Ich nehme nur die roten Bromelien gleich für ihn mit. Okay. Dann gehen wir mal kurz nach Hause, beziehungsweise wir gehen gleich mal zum Dagobert und fragen den, was der will, dass wir es auch gleich herstellen können. So, Dagobert, da oben rennt er rum. Der stolziert er durch die Gegend hier, bitteschön. Ach Leila, die eisigen Höhen haben noch nie so viele Besucher angelockt, sie sind ab und zu kalt. Wenn nur diese abbeißenden frostigen Orte allerdings ein wenig wärmer und einladender gestalten kannst, ich mache ihnen einen perfekten Ort, um einen Schneemann zu bauen. Ja, niemand kann Immobilie so umkrempeln wie du, Leila. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich glaube, ich auch 24 Stunden am Tag auf. Ich finde diese Jacke eigentlich schon cool, aber. Ja. Gut. Achso, wir müssen jetzt erstmal zu Elsa. Wo rennst du noch rum? Bitte penn ich. Es wäre echt cool, wenn du nicht pennen könntest, Elsa. Warum ist eigentlich keiner essen? Ich meine, wir haben da so ein teures Restaurant hingestellt, dafür, dass da keiner irgendwie mal hingeht. Ich bin immer die Einzige, die da hingeht so oft, um Leute zu bekochen. Bitteschön. Aha. Oh, die sind ja herrlich. Und jetzt noch ein bisschen Eis. Hier. Oh. Was meinst du? Brauchen wir sonst noch was? Dass ich alles um den Winter drehen soll. Lass uns noch Eisen mit Eisbrocken aus der Eishöhle verwenden. Eine Flasche mit eisigem Wasser aus den eisigen Höhen und etwas Schnee, um es noch kälter zu machen. Ich werde alles besorgen, um den Kältetrank des Winters selbst herzustellen. Ja, Elsa kann man ja eh nicht gebrauchen. Okay, holen wir ein paar Eisbrocken. Und dann brauchen wir noch eine Flasche. Ach ja. Ah, da liegt doch so eine Scherbe. Warum setzt du die nicht einfach ein? So. Dann gehen wir mal kurz nach Hause. Ich weiß nicht, ob Olaf eigentlich ins Restaurant gehen will. Aber dann immer wegrennt. Ich bin mir dann wirklich nicht sicher. So. Eine Flasche mit eisigem Wasser. Ein leeres Fläschchen. Ja, muss ich die Flasche nicht selber machen? Scheint nicht so. Muss sie nur einsammeln. Aber gut, dann kann ich schon mal den Weg für einen anderen machen. Hier, verschneites Kopfsteinpflaster. Okay. Dann können wir es nämlich gleich aufstellen, wenn wir da eh schon wieder oben sind. Und dann soll doch der Dagobert sich freuen. Ach, der gute Dagobert ist ja auch unser bester Freund. Bei mir immer so, ja, das ist so toll, wie du das verwandelst. Ich denke mir einfach so, ja gut, ich mache einfach den Weg hier fertig. Ich bessere den Weg ein bisschen aus. Das ist meine Aufgabe. So. Möbel. Wege. Verschneites Kopfsteinpflaster.
dann machen wir da noch mal eins und dann machen wir halt noch eine Reihe drüber. Nein, so viel nicht. So, perfekt. Da freut sich dann gleich der Dagobert, dass wir seinen Ort hier so schön renoviert haben. So, wir müssen da jetzt noch mal rein. Ja, wie die Elsa so ganz brav da steht. La la la. Ich mach nichts. Ich stehe hier nur rum. Ist auch so ein bisschen zu brav. Okay, woher? So, aus den eisigen Höhen, nicht aus der Höhle. Ich bin manchmal echt dämlich. Ja, okay. So. Es wäre cool, wenn wir noch irgendeinen Charakter kriegen, der noch irgendeinen Laden eröffnet irgendwie. Sowas wie so ein Amtpflanz-Service irgendwie. Das wäre cool. Nur mal das Holz, weil ich irgendwie sicher bin, dass wir ein Holz brauchen. Ach, süßes Dings. Ach, da vorne gibt's das. So. Hallo, Anna. So, damit haben wir alles. Dann können wir jetzt nach Hause gehen und das herstellen. Nachtscherben sind wichtig, haben wir gelernt. Und dann können wir auch gleich zum Dagobert gehen und ihm das Ding abgeben, dass der zufrieden ist. Dagobert! Da oben, der freut sich so richtig, dass er jetzt ein zweites Stockwerk hat. Einen schönen Tag noch. Ja, jetzt scheinen die einzigen Höhen ein Ort zu sein, an denen ich sogar zum Ausruhen und Entspannen verirren könnte. Vielleicht kaufe ich mir ein Grundstück und baue dort eine kleine Hütte. Gute Arbeit, Layla. Gut, dann stellen wir mal den Kältetrank, dass man das ja. Vor allem, wir müssen jetzt denken, wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Abschnitt, den wir nicht freigeschalten haben, und zwei Türen. Das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Wie viel haben wir? Okay, wir müssen ein bisschen aufräumen vielleicht. So. Ich möchte auf jeden Fall, bevor wir schlafen gehen, noch vor mein Haus die ganzen Sachen, wo es oben gibt, anpflanzen. Dass wir zum Beispiel mal Gurken und Auberginen haben, wenn ich die brauche, und Spargel. Läuft ja, ja. Gerade sieht es gut aus. So, was haben wir denn noch? Das Ding kann ich weghauen. So. Ein Kältetrank des Winters. So, kehre zu Elsa zurück. So, unten ist bestimmt auch schon reif, wenn es da überall reif ist. Ja, wir müssen dann demnächst mal ernten. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Weil ich meine, es wird dann eh nicht mehr fertig, bevor wir dann heute aufhören. So, Elsa, dein Auftrag. Bitteschön, Kältetrank des Winters. Vielleicht müssen wir ja trinken. Aha. Dieser Trank ist mächtig, Layla. Meine Magie kann es spüren. Ja, du solltest ihn wieder haben. Ich werde das einfach so auf meine Spitzhacke anwenden. Mach das. So, hoffen wir, dass das funktioniert. Sollen wir es an den großen Eisbrocken in der Höhle ausprobieren? Schauen wir, ob das funktioniert. Oder ob das hier... bisschen... Wow, okay, ich kann die ganz fetten Eisblöcke kaputt machen. Mini, ich weiß, was wir gleich machen. Aus welchen kommt ein Geräusch? Aus denen da? Okay. So, dann setzen wir die mal ein. Okay, jetzt fehlt noch einer und ich weiß sogar, wo der liegt. So, das da können wir noch abbauen. Okay. Ein Tisch liegt da. Ein Kleiderbeutel. Was gibt's? Was gibt's? Ein hellbrauner Faltenrock. Okay, das sieht scheiße aus. Okay. Tut mir leid, aber könntest du mir. So, dann schauen wir mal, wo sie rumsteht. Aha. Mit diesen Wappen fehlt uns nur noch das letzte. Ich frage mich, wo es sein könnte. Auf dem Tisch. Ich hoffe, du hast recht. Ja. Danke für deine Hilfe, Layla, und für deine Freundschaft.
Mit einer verzauberten Spitzhacke kann jetzt kein Eis mehr aufhalten. Ich hoffe, dass das Rätsel um die Höhlenwand und das seltsame Geräusch bald lösen können. Jedes Mal, wenn wir nachforschen, kommen mehr Erinnerungen zurück. Ich bin sicher, dass wir dieses Rätsel gemeinsam auf den Grund gehen können. Okay. Welchen Auftrag machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier so? Also, wir haben entweder die kaputte Schlüssel, den machen wir nicht. Ich wäre eigentlich für den hier. Den hier eigentlich. Aber ich komme ja nicht in Remis Haus, oder steht der jetzt auf dafür? Schau mal, weil ich das anfokussiert habe, ob er aufsteht oder nicht. Ah gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann geht's das nächste Mal wieder weiter bei Disney Dreamlight Valley, wenn wir mit Minnie, glaube ich, Eisenbahn suchen. Bis dahin, bye!